Ja, wir standen bis jetzt sehr weit vorne. Was zum Fick? Alter, was ist losgekommen? Wo ich Kopplung gelassen habe? Nee, ach, sorry für den Schlumber, gell? Oh jawohl, zieh mir voll in die Karre, du Idiot. Um ausweichen nach hinten gucken. Okay, wir fahren auf die Bündnerkehre zu und Eber bitte 4,5 Sekunden. Ganz mal. Och meine Fresse, Mann. Ich weiß, dass ich meinen Platz halten konnte, also. Ja, ich werd schon wieder rausgedrückt. Bin Siebter. Ja, dann wenn's irgendwer fertig gebracht hätte, mich auszubeschleunigen, Alter. Dann weiß ich auch nicht. Ja, rein von den Reaktionszeiten hätte ich es schaffen können, aber bei mir ist er einfach nicht rausgefahren. Ja, dankeschön. Er kommt zurück auf die Strecke, zieht voll in mich rein. Oder irgendwie zu gucken, einfach voll. Ja. Hast du Schaden ausgestellt? Weil ich habe irgendwie immer noch eine gerade Lenkung. Das ist komisch. Hier steht übrigens einer, aber abseits der FBI ist hier. Ist es Rummy Ride? Okay. Gegen den bin ich auch schon gefahren, der ist eigentlich. Naja. Genau wie euer letztens. Also sind so nach 8 Runden fährt er los. Ja, genau. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen Sand in Schaus zu ziehen, ey. Ja, ich muss jetzt langsam wieder vorarbeiten, das geht ja gar nicht. Dritter ist Edge, oder? Ja. 6 Sekunden vor mir. Okay, da bist du schon, ab 4. Ja. Ja, guck mal, Liga Power hier. Nee, mein Start wurde total versaut. Absolut einfach mal kein LMP-Fahrer. Ja, ich bin noch zu langsam dafür, ich trau dem Ding zu wenig zu. Mhm. Nein, ich muss halt immer. Ich fahre die Dinger gerne, aber sie lassen sich nicht dann einfach fahren. Ja, du musst immer aktiv dabei sein. Mein Fahrstil passt einfach nicht. Ja, meine auch noch nicht. Beispiel immer so GT-Fahrer. Und bei LMP, du musst halt immer dran denken. Je schneller du bist in der Kurve, desto schneller, desto mehr Abtrieb hast du. Weil die Dinger ja Abtrieb erzeugen. Und zwar reicht nicht mehr als ein Formelfahrzeug. Ja. Besser als anderes Drucken, sonst da was. Aber bei der Formel 1 wollen sie ab nächstem Jahr den mechanischen Grip in die Höhe treiben mit den breiteren Reifen. Ja. Was ich eigentlich ja sehr begrüße, aber dann sollst du diesen anderen Schwachsinn rausnehmen. Der S zum Beispiel. Ja. Dann. Beziehungsweise so machen, wie es bei der DTM ist. Nein. Aber der nee, da bringt's, keine Ahnung, bei der DTM 10 km/h oder so. Und hier in Monster bringt's mehr als 20 km/h. Also die RS abschwächt, dass die Fläche, die aufgeklappt wird, kleiner ist. Nee, kannst du komplett abschaffen. Und dass ein Überholvorgang wieder was Besonderes ist. Ja. Und dass ein Zweikampf zwischen Fahrern wieder was bedeutet. Ohne Hilfe. Ja. Wo Zweikampftechnik wirklich wieder zählt. Aber das können sie doch nicht. Weil ich wette alle. Ja, das können die nämlich alle.
der Einzige, der das in irgendeiner Form ein bisschen drauf hat, mit der Zweikampftechnik ist im aktuellen Formel 1, weil das ist der Max Verstappen. Und das ist eigentlich echt traurig. Der Typ kann fahren, aber es hat im Moment, glaubst du, jüngster, oder? Der was? Ja. Verstappen ist im Moment, glaubst du, jüngster, oder? Richtig, das ist der Einzige, der tatsächlich auch gegen den anderen dieses Zweikampfverhalten drauf hat. Mhm. Das stimmt. Also in der Linie auch mal so dicht machen, wie man es normalerweise dicht machen würde. Ist der jünger als Pascal Wehrlein? Den echten alten mal ab, ja. Also Alonso oder Button, die können das mit Sicherheit auch. Ja, aber die haben nichts dafür. Aber guck dir mal einen Rosberg oder einen Hamilton oder einen Vettel an. Was für 60 Mal? Die sind im Moment nur gut, weil die Autos für die ganz einfach gut sind. Ja gut, mit Vettel, es geht noch. Der hat früher schon mit Sauber hat er angefangen, 2008, 2009 war es doch, glaube ich, oder? Richtig, und sein sensationeller Sieg 2009 auf Monza. 8. Mhm. 8 was? Ja, 2009? 2008. 2009 saß er dann schon im Red Bull. Das war das, wo Brown ja alles dominiert hatte. Stimmt, wo Jensen Button dann Weltmeister geworden ist, auf Brown Team. Ja, ich erinnere mich. Ach, Brown, so hießen die. Das war ein geiles Team. So, ja. Hat sogar ein Fahrer-Weltmeister-Team gehört, aber keiner erinnert sich noch an dieses. Hm. Ja, weil das Team vor allem nur ein Jahr existiert hat. Weil das Team einfach nur, es kommt, zerstört alles, geht wieder. Ja. Es lag aber einfach an der Person, die das geleitet hat. Die hätten da so viel Geld verdienen können. Darauf folgenden Jahre. Ich will nicht wissen, was er mit dem Verkauf an Geld gemacht hat. Ja. Boah, Mann. Ich tu den gerade nur auf der Bremse wegwerfen. Ja. Und ich weiß schon. Was mich gerade so ein bisschen verwundert ist, dass ich noch nicht eingeholt wurde. AJ, was machst du da hinten? Darauf wart mal ab. ja, das Problem ist, dass ich gerade Sternen-John überholt habe und du... Nice, ich fahr ihm rein. Mann, was ist denn das? Bemittelt sich nur instant auf die Bremse weg. Jetzt auf einmal. Hast du mal an der Bremsbalance gespielt oder so? Was? Ein bisschen. Boah, aber ich glaube, ich krieg dann eh noch Motorschaden. Wieso das? Ich hab 130 Grad Öl. ist mir gar nicht aufgefallen, fuck. Ja. Ich bin die anderen Anzeigen gewohnt. Und kalt fahren kann man das Ding auch nicht so richtig. Das lasse ich noch hinüberbringen, das stimmt schon. Allerdings. Ja gut, ich schalte mal eher, benutze ich die ganze Zeit den Turbo. Und welchen idiotischen Kurvenkombinationen hat er zu verdanken? Der Mercedes Arena natürlich. Findest du die Kurvenkombi wirklich idiotisch? Ja. Was ist das? Ach Mann, was? Die alte war als deiner Meinung nach besser. Die wirklich alte, ja. Die war besser, da bist du mit im Vollkreis einfach durchgezogen. Ja, das stimmt. Die war besser, hey. Hey, das war kein Witzigmachen oder so. Das ist genauso.
die Mercedes Arena einzubauen hat ungefähr genauso viel gebracht wie die Pikan auf der Mulsanne Straight einzubauen. Digga, es ist so traurig. Ich berühre die Bremse. Nun dreh mich weg. Ich habe 90% Bremskraft und die Bremsbalance jetzt auf 52 gestellt. Weil da vorne komplett blockiert. Solche Bremsen nur berühren. Dann lass sie aber lieber blockieren, als dass du nicht permanent wegdrehst. Wenn dein Gerät ja das Verbot weg, oder? Ja. Ja, aber dann lass halt über die Vorderachse blockieren. Ich würde es mal auf 60 stellen. Wobei, das kann an was anderem liegen. Welches Auto fährst du? RWD. Ah. Kann trotzdem sein. Daran kann es sogar sehr, sehr stark liegen, weil... Ja. Wenn man zum Beispiel beim Audi e-tron Vollgas gibt, dann liegt die Vorderachse mit, weil die Elektropower über die Vorderachse abgegeben wird. Na, ja, der Deck war es so gesehen Allrad. Ja. Ja. Wer ist das hier vor mir? Und dann haben wir Heckantrieb. Der Toyota, der RWD, glaube ich. Nee, der RWD, der ist ein Hinterradler mit für einen LMP1 eigentlich unrealistisch viel Leistung. Über den Turbolader. Ich fahr das Ding gerade nur kalt. Hat schon nur noch 127 Grad. Bist du gerade ein Schuhmacher jetzt? Ja. Halt viel zu langsam unterwegs. Kommst übel zeitig gerade. Ich werde einfach schonend fahren. Dass ich halt ins Ziel komme. Ich stelle mich immer wieder vor die Schikane hin, ja. Das war ein schneller Magenknochen. Das war kein Magen, das war meine Stimme. Ach so. Und AJ, das kann jetzt verdammt lange dauern. Ja, komm mit gleich hin. Wurde abgelenkt. War nicht fair. Ist klar. Alter, da stand einer neben der Strecke, was hätte ich denn machen sollen? Geradeaus schon. Oh, das scheint ein schöner Zweikampf zu sein bei euch. Oh, da hat man den ersten Martin Schein gehört.
oder Schaden. Komm schon, lass dich abgeführt, Mann. Wow, what the fuck war denn das jetzt? Evo, du bist gerade, naja, 5,4 Sekunden schneller in der schnellsten Runde. Als der zweitschnellste oder als der platzierte? Als der zweitschnellste. Wer ist denn der zweitschnellste? Das ist AJ. Eine 1,46,0. Da kommst du mit 1,46,6. Gute Aussicht für Toyota dieses Wochenende, oder? Ich blätter gleich liegen. Mit der Motorschaden, genau. What the fuck, ich verbremse dich gleich in der Schikane. Ja, nee, aber so weit ist es noch nicht. Das kommt erst noch. Oh Mann, ich hoffe so sehr, dass Toyota endlich mal gewinnt, ey. Sie haben sowas so verdient. Ja. Einfach mal nach dem Superklassenergebnis von 2014 und dann 2016. Das war so traurig, dieser Platz. Ja. Wait, war das nicht irgendwie nur eine Steckverbindung oder so? Ja, ja. Zwischen Turbolader und genau. Das ist so traurig. Was zum Teufel ist denn jetzt auf einmal los? Lava in trouble. Ja, ich weiß nicht, was auf einmal los ist. Das war jetzt gerade so ein bisschen eigentlich so eine Unmöglichkeit, einfach mal mit so gut wie vollen Reifen aus den aus dem Schumacher S, ja, zu untersteuern. Heraus zu untersteuern und sich dabei eine 10 Sekunden Strafe einzufangen. Sind sie ab, scheiße. Was zum Teufel soll der Mist? Das dann auch noch aus dem Schuhmacher-Eck raus. Hä? Ach, egal. Schuhmacher-S. Eva? Ja? Wie weit ist dein nächster Konkurrent entfernt hinter dir? 1:10. 1:10? Ja. Dann bitte erlaube, dass wir dich nicht einfach so vorbeilassen. Ich will Duell mit dir haben. Okay. Ich glaube, es wird sich aber nicht lange halten, wenn er 6 Sekunden schneller ist als du. Ja, mal gucken. Wir können Zweck beobachten.
Wie viel Kraft er einfach hat. Er ist einfach so viel schneller, das ist krank. Was meinst du, weshalb ich den noch gewählt habe? Erstens mag ich den. Auf Nürburgring ist der echt gut. Ist der wirklich gut, also. Zweitens, hier gibt's halt keine, es gibt halt keine langen Geraden, das heißt, du schiebst halt das gut. Du schiebst halt das bisschen durch deine Elektropower und ansonsten hast du aber nicht mehr viel, wo auch quasi hilflos ist. Ja, stimmt. In Le Mans sieht das schon wieder ganz anders aus. Da habe ich, da bin ich halt auf am Ende der Geraden locker 15 km langsamer. Nicht nur 15 km. Vergleich mal deine 280, die du vielleicht erreichen kannst, mit den 320 vom RWD. Gut, dann bin ich 20. Ich war auf der Gerade 300, auf der Längste. Das ist aber immer noch 20 und ja, ich by weiß. The way kann der Mercedes SLS GT3 auch 320 fahren. Das möchte ich nochmal kurz einwerfen, ja. Naja. Holger Nizanda, bin ich hier? Das kann ich ausgucken. Der Pagani Zonda ist aber auch komplett uninteressant. Jo. Und der ist es nicht, oder wie? Nö, ich finde das schön. Das ist ein schönes Auto. Aber in seiner, aber weil er in einer Klasse fährt, die sogar noch unausgewogener ist als die LMP1, in der wir gerade fahren, ist deswegen einfach nur. Nö. Ja. Nö. Einfach nö. Oh, noch zwei Runden, yay. Ja, dann geht's endlich ins Bett, ey. Oh ja. Ich gehe seit 17 Uhr. Allerdings. Aber diese absolut krassen Unterschiede zwischen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit ist der Grund, warum ich die LMP1 niemals für eine Liga in Betracht gezogen habe. Gerade in Le Mans ist es einfach nur so unglaublich interessant, weißt du, der eine mit der Beschleunigung macht und zieht dann den anderen vorbei und dann holen die sich den wieder im Windschatten. Das Ganze hast du im Idealfall 5-6 Mal pro Runde. Ja. Aber es sind dann doch eher die. Die anderen Strecken, die dann normalerweise eigentlich interessant sein sollten, wie hier zum Beispiel den Nürburgring. Na gut, ich würde mal sagen, würde Toyota so fast überlegen sein. Da gibt es doch andere Fahrzeuge. Wow, hab ich ein bisschen zu zeitig Gas gegeben. Damit ist sofort der Arsch. Wenn halt auf einmal über 900 anstatt knapp 500 anliegen, also PS. Ja. Ich muss sagen, auch Setup habe ich jetzt hier zwar nur halb improvisiert, aber es passt ziemlich gut. Denn ich kenne die Biester ja auch als solche, dass sie sich nicht immer gut fahren lassen. Wenn sie nicht passend eingestellt sind. Ja. Das ist super.
GZ. Das ist ja hier auch am Nürburgring so richtig traurig. Das ist ja eine riesen Anlage gebaut. Das ganze Ring wohl war und die Achterbahn von rum und die Achterbahn ist daneben. Ja. Oh mein Gott. Aus Sicherheitsgründen darf das Ding nicht starten. Obwohl, wenn man Race Room Racing spielen spielt, fährt das Ding da rum. Hab ich mal gesehen. Mhm. Aber das stimmt. Mein Toyota soll ganz schön weit geworden. Mhm. Mein Audi fährt auch nicht so besser aus. Ey, so um zwei, ey. Leck mir mal. Aber als muss man mal feststellen, die LMPs sind mit der Zeit verdammt hässlich geworden. Das war richtig hässlich. Wenn man damals an die alten GT1-Zeiten zu Ende der 90er Jahre zurückdenkt, sind die verdammten Dinger echt hässlich geworden. So richtig hässlich. Die Mercedes sind so früher. Ach ne, Porsche 911 GT1, sind da auch dazu? Die GT1-Art damals, die, der. Der Lachestern dafür, den Nissan R93. Ja. Der gefällt mir gar nicht so. Der alte R93. Das ist auch so ziemlich.